Vincenzo Bellinis Version des Romeo und Julia-Stoffes ist eine Oper ganz im Geiste der Romantik. Romeo, ein Getriebener, ein von seinen Gefühlen und überbordenden Leidenschaften geleiteter Held. Giulietta, eine Gefangene in ihrer eigenen Welt, in ihrem eigenen fragilen Seelenleben. Beide Außenseiter in einer feindlichen Umgebung, in der sie ihre Liebe nicht ausleben können. Vom Geist der Romantik inspiriert ist auch die Inszenierung des französischen Regisseurs Vincent Bussard, in der die erlesenen Kostüme des Modeschöpfers Christian Lacroix einen besonderen Akzent setzen. Wenn ich dieses Stück höre, habe ich sofort Bilder aus der Bellini-Zeit im Kopf, die einen starken Bezug zum 19. Jahrhundert herstellen. Diese versuche ich dann so in Szene zu setzen, dass sie eine ganz unmittelbare Wirkung auf die heutige Zeit und das heutige Publikum ausüben. Ich möchte also eine Spannung aufbauen zwischen etwas aus der Geschichte Überliefertem und dem Heute. Dies soll natürlich kein Wiederaufleben des 19. Jahrhunderts sein, aber ich lasse mich von diesem ganzen Ambiente und dieser Geisteshaltung inspirieren, habe etwa auch in der italienischen Malerei früherer Zeiten recherchiert. Daraus haben wir dann eine ganz eigene Welt für I Capuletti e i Montecchi kreiert. Pour essayer de créer un monde qui appartient, qui soit celui-là, un monde spécifique, qui soit celui de cette représentation. Ich denke, diese Oper liegt viel näher etwa bei Lord Byron als bei Shakespeare. Viel näher an seiner aufwühlenden, auch destruktiven Romantik als an der elisabethanischen Ästhetik. Dieses Werk ist in gar keiner Hinsicht vom elisabethanischen Theater beeinflusst. Der Librettist Felice Romani hat Shakespeare noch nicht einmal gelesen. Die Personen sind also ganz klar von der Romantik inspiriert. Etwa durch die Kostüme, aber auch durch die Körpersprache möchten wir eine Verbindung herstellen zwischen der Zeit, aus der wir kommen, und der Zeit, auf die wir zugehen werden. Die musikalische Leitung der Neuproduktion von I Capuletti e i Montecchi hat der Franco-Kanadier Yves Abel. In Bellinis weit ausladenden Melodiebögen sieht er den besonderen Reiz dieser Musik. In dieser Oper haben auch Quante Volte und andere Aria und Duetten. Und sie auch haben diese langen Melodien. Und, aber ich muss sagen, dass in diese Stil ist ein bisschen fast wie eine französische Ästhetik. So, es ist sehr, wenn man sagt, ich liebe dich, es ist nicht ein großer Effekt, es ist nicht mit großes Orchester. Es ist viel, viel mehr intim und subtil. In Bellini, was er liebt, ist nicht die großen Effekte, die große, die zum Beispiel die Kriegen oder die Schlachten, die realistischen Effekte. Das ist nicht interessant für ihn. Was ist interessant für ihn ist Word Painting, ist emotional connection zwischen die Charakter und auch die Spannung. Die Spannung, die zweite Akt, zweite Szene mit Romeo und Juliette ist unglaublich langsam. Und es gibt so viel Pausen zwischen, wann der Sänger singt oder wann der Orchester spielt. Und das ist echt Bellini.
Wenn nun die bulgarische Mezzosopranistin Veselina Kasarova den Romeo singt, dann ist sie nach Sesto, Orfeo, Ruggero und Ariodante erneut in einer Hosenrolle an der Bayerischen Staatsoper zu erleben. Eine Hosenrolle hat deswegen an sich eine gewisse Erotik, etwas Feminines. Das ist auch schwierig zu beschreiben, aber ich glaube auch, es liegt an die Farbe, was eine Stimme hat. Und ich weiß nicht, in jede männliche Seite steckt ein bisschen eine feminine Seite. In diesem Sinne ist Romeo trotz seines rebellischen Gestus ebenso eine gebrochene Figur wie Giulietta, alias Eri Nakamura, seit dieser Spielzeit Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper. Giulietta ist ein Mädchen, das gerade zur Frau heranwächst. Ich finde es sehr interessant, mich in so ein Mädchen hineinzuversetzen. Und es ist faszinierend, demgegenüber die absolute Reife zum Ausdruck zu bringen, die in Bellinis Musik steckt. The maturity of the music of Bellini. She is very fragile at the beginning. Am Anfang ist sie sehr zerbrechlich, erreicht aber schließlich diese Stärke, in den Tod zu gehen. Schon zu Beginn sagt sie, dass sie sterben will. Das heißt, dass sie eigentlich wiedergeboren werden will, weil ihre Situation sie total aus der Bahn geworfen hat. Die vom Vater aufgezwungene Heirat, ihre Liebe zum Sohn des Feindes. Und die Erfüllung dieser Liebe finden Giulietta und Romeo schließlich nur im Tod. Bellini hat daraus eine tief bewegende Szene gemacht. Es ist dies einer der Momente, in dem sich sein Melos zu voller Schönheit entfaltet. Man muss das wirklich erleben auf der Bühne, die Gefühle steigern sich so hoch, dass man plötzlich die Kehle schlägt sich zu. Das beweist, wie Bellini so authentisch ist und so stark und ehrlich geschrieben hat. Ich glaube, deswegen Menschen, also Zuhörer, lieben Bellini-Musik. Weil es geht um Gefühle, um das, was wir als Menschen erleben. Für mich, das ist ein von den stärksten Finalen, die ich in Operngeschichte kenne. Tod ist auch so minimalistisch, so einfach, so schön, so französisch in die Ästhetik auch. Und auch Juliette ist sehr natürlich wie das, aber sie sehen am Ende, okay, wir gehen zusammen, wir gehen zusammen. Und nur am letzten Moment wird 20 Sekunden, der Chor kommt und alle ist traurig und dann ist es zu Ende. Das ist zwar der Tod, aber dieser Tod wird vielleicht auch eine Tür öffnen.